So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar sehe ich jetzt erstmal, dass die Nudeln hier ein Verbrauchsdatum haben. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, denn ihr kennt alle diese Nudeln, die Samyang Too Spicy. Wir haben da damals genügend Challenges mitgemacht. Wir testen die schärfsten Nudeln der Welt. Da war der Bockwurst-King da. Wir haben das mal probiert. Dann habe ich die mal Natururin geschickt. Flatty hat eine Challenge gemacht, hat die probiert. Mein Cousin hat die probiert. Der Manns Haulwurf hat die probiert. Der D-Nice hat die probiert. Hannes hat die probiert. So viele Leute kennen die, mögen die oder fürchten die. Ich fand die auf jeden Fall immer sehr geil. Ich habe dann auch ein Einzelvideo gemacht, wie ich auf der Toilette saß und habe da einen ganzen Teller gegessen. Dir tut vielleicht alles weh, aber statt einfach nur scharf zu sein, haben die auch noch einen richtig guten Geschmack von der Firma Samyang eben. Wenn das, ja, das ist die Firma genau. Samyang Too Spicy. Diese heftigen, brutalen Nudeln, das ist ein Fünferpack. Jetzt geht es nicht um diese, sondern es geht um diese. Das sind nämlich andere Nudeln, aber auch von Samyang. Und da muss ich sagen, Grüße gehen raus an die Veronika. Die hat mir nämlich über Amazon ein Paket zukommen lassen. So ein schönes Fanpaket. Und da waren die drin. Ist auch ein Fünferpack. Samyang Buldak Curry Hot Chicken Flavor Ramen. Hochi, was ist los? Fecho kennt keine Grenzen. Die kenne ich noch gar nicht, die habe ich noch nie probiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die überhaupt macht. Ich glaube nämlich sogar, dass ich die auch immer falsch gemacht habe. Weil irgendwas steht da mit Nudeln kochen, abgießen, in die Pfanne geben, braten. Andere sagen, du musst eine bestimmte Menge Flüssigkeit auch noch mit drin lassen. Ich habe einfach die schwarze Soße immer direkt auf die fertigen Nudeln und habe das so gegessen. Andere haben da eher fast wie eine Suppe draus gemacht. Was dann mit Wasser auch noch ein bisschen verdünnt war. Also keine Ahnung, wie man das nun macht. Die möchte ich aber heute mal testen und heute mal probieren. Die sind sicherlich nicht so scharf wie die dort. Das heißt, die kann man bestimmt zwischendurch immer mal snacken. Und vor allem mit Curry, mit allem drum und dran von Samyang. Das heißt, ich mache jetzt mal hier die Tüte auf. Eigentlich müsste man die Tüte so lassen, wie sie ist, weil die Tüte ist einfach Gold wert. Sieht auch goldig aus. Da sind jetzt 5 einzelne Packs drin. Jeweils hier von diesen Buldak Curry Samyang. Da müsste auch im Endeffekt eine gefoilte Soße mit drin sein, oder? Beziehungsweise sogar mehr als Soße. Wir haben hier die Soße. Ja? Und wir haben hier wieder so ein bisschen Kräuterzeugs oder Gemüse zum Draufbröckeln. Und hier natürlich den Beutel Nudeln. Wenn ihr den seht, wenn der Adi den da nicht gerade wieder seine Hand reingreift. Adi! Hast du Hände gewaschen? Pfui, du ekliges Tier. So, wir werden die auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Die riechen auf jeden Fall schon richtig gut. Samyang hat so geile Nudeln. Wir machen die jetzt mal. Ich sage euch dann, wie ich die gemacht habe. Und dann probieren wir die und gucken, ob die wirklich so genial sind. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. So, ich habe die jetzt erstmal hier in so einen Topf reingepackt. Aber ich glaube, der Topf hätte sogar ein bisschen größer sein sollen. Da ist jetzt nicht viel Wasser drin, aber das Nudelpäckchen konnte man so reinquetschen. Das sieht auf jeden Fall so aus, als würde der Topf schön mit Nudeln voll werden danach. Ich weiß, normalerweise tut man das Wasser erst kochen lassen, also man lässt das Wasser erst kochen, nicht tun, ne? Man lässt das Wasser erst kochen, packt dann die Nudeln rein. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Hier liegt nochmal die Packung und machen wir jetzt, bis die Nudeln weich sind. Und dann würde ich sagen, war's das. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, die Nudeln sind jetzt eigentlich fertig. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Kann ich euch ja mal zeigen. Sind jetzt hier auf diesem Teller eine Portion, das dampft noch ordentlich. Irgendwie sehen die total schlapprig und schmierig aus. Vielleicht waren die jetzt zu lang. So lang waren sie gar nicht. Vielleicht musst du die auch nicht so lang machen, wie wenn du Spaghetti machst, weil die gar nicht so fest sind. Sind halt sonst was. Ich habe keine Gebrauchsanweisung. Ich mache sonst nie Nudeln. Jede Nudel ist anders. Das ist mir schon wieder alles viel zu kompliziert. Hat er gerade gesagt, das ist ihm zu kompliziert? Jetzt machen wir den Beutel mal auf. Gucken mal kurz, was hier drin ist, ja. Das ist nämlich jetzt hier dieses Gemüse. Ey, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja.
Toll. Was ist das denn? So eine riesen Tüte. Da ist gefühlt im Prinzip gar nichts da drin. Ich habe jetzt eine Tüte da drauf gemacht und ihr seht da zwei, drei Krümel. Das hat sicher... Ja, okay, das hatten wir schon. Wir haben aber noch das. Liquid Soup. Also Suppensuppe. Das machen wir jetzt auch auf. Das andere gab immer voll die Schweinerei. Wenn wir das überhaupt aufkriegen. Vielleicht kriegen wir es auch gar nicht auf. Doch hier, wenn wir hier ziehen... Oh mein Gott. Ich merke schon, dass hier was... Oh, das ziehen wir jetzt hier ab und gucken, ob die auch so dunkel und so schwarz und so pervers und so komisch ist wie die andere. Die knallen wir jetzt hier drauf. Die ist auf jeden Fall dickflüssiger. Das sieht aus wie Apfelmus. Keine Ahnung. Die andere, die war flüssiger, war richtig dunkel schwarz. Also kein dunkelschwarz, aber die war dunkel, schwarz. Nicht dunkelschwarz, gibt kein hellschwarz und dunkelschwarz. Das hier ist wirklich wie Pflaumus, klebt alles aneinander und wirkt auch ein bisschen rötlich. Ja, das quetschen wir jetzt noch weiter hier raus. Das ist nämlich wichtig, solange kann das auch noch ein bisschen abkühlen. Das ist vielleicht auch wichtig, dass wir uns gleich nicht das Mäuschen verbrennen. Ansonsten haben wir die Soße jetzt hier an der Tüte kleben. Können wir auch mal probieren. Einfach die Tüte abschlägen. Ansonsten das vielleicht ein bisschen rummachen hier. Ich irritiere das trotzdem, dass die Soße so extrem dickflüssig ist. Wir können das jetzt hier noch ein bisschen verteilen, dass sich das an die restlichen Nudeln noch klebt. Jetzt ist auch gerade mein Raid am Mittwoch-Video fertig drüben. Was ich eigentlich jetzt hochladen wollte, damit es um 3 noch oben ist, aber irgendwie geht das Internet gerade nicht, weil der Elektriker ja da war. Da war alles aus. Jetzt hat der Router irgendwie, weiß nicht mehr, was er machen soll. Ich habe es auch schon 10-mal neu gestartet. Das sieht jetzt auf jeden Fall prächtig aus. Und da ist jetzt auch überall Soße dran, ja? So muss das sein. Und ich muss sagen, es wirkt jetzt auf der Zunge schon richtig würzig, richtig spicy, eine brennende Note auf der Zunge. Auch irgendwie salzig dabei, eine Currynote dabei, alles dabei. Was so als reine Soße mir irgendwie zu aufdringlich ist, von den Gewürzen, aber an den Nudeln so verteilt, dass ihr so einen Klumpen Soße habt für so ein Paket Nudeln, ist das bestimmt richtig genial. Und die Schärfe ist richtig angenehm. Du merkst sie. Jeder andere würde vielleicht jetzt sagen, das ist mir zu scharf. Aber es ist auf jeden Fall nicht so scharf wie die Too Spicy Nudeln. Ist ja ganz logisch. Riecht aber gut. Die Soße war genial. Und dass das jetzt das Ganze noch ein bisschen, also nicht so ganz, nicht so flüssige Soße hat, sondern eher so Sirup-Soße, die Nudeln jetzt hier zu so einer Pampe machen, wird das, glaube ich, richtig genial. Und ich glaube, wenn die schmecken, muss ich mir unbedingt noch mal ein paar andere Sorten von diesen Samyang holen. Es gibt dann noch diese komischen Cheese-Nudels, dann gibt es die Schinken-Nudeln, dann gibt es sonst was. Oder in diesen rosanen Packungen, in den gelben Packungen. Es gibt so viele Varianten, so viele Sorten, die man da durchprobieren kann. Werde ich ein richtiger Samyang-Nudel-Fan, wenn es so weitergeht. Wir probieren jetzt mal das. Mal gucken, wie heiß es noch ist. Im ersten Moment erinnert es trotzdem an die Too Spicy Nudeln, aber die sind nicht so scharf. Beim Essen direkt hast du das gleiche Gefühl, aber die Too Spicy sind dann noch hängen geblieben, haben sich hinten richtig festgebissen, die Soße, die Schärfe, und hat dich richtig fertig gemacht. Hier hast du direkt beim Essen einen richtig scharfen Geschmack. Aber auch irgendwie einen anderen Geschmack, noch durch diese Currynote und nicht das Gemüse, was da dran ist. Trotzdem die Nudeln, so wie die sind, für mich perfekt, keine Ahnung. Jedem werden die vielleicht zu latschig, mir reichen die so.
Mmh. Boah, ist das genial. Danke, Veronika. Danke für die Nudeln und vor allem, das ist eine Portion. Das ist auch nicht zu viel, wenn man eine so eine Portion isst. Bei den Too Spicy musste man schon kämpfen, dass man die Portion überhaupt essen kann und es bis zum Ende schafft. Hier kannst du eine Portion essen und genießen. Und ich habe noch 4 Portionen übrig, noch 4 Packungen. Das ist genial. Ich glaube, ich muss wirklich anfangen, mal diese ganzen Too Spicy Nudeln durchzutesten. Ich will euch jetzt nicht zeigen, wie ich den ganzen Teller leer esse. Und werde ich auf jeden Fall jetzt leer essen. Wenn ihr die schon mal probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Diese Bulldog Curry von Samyang. Übelst genial. Neben die Too Spicy zu scharf sind, kann die probieren. Aber ich muss sagen, die sind auch scharf. Denkt nicht, dass das nix ist. Wenn ihr noch andere Sorten kennt oder wenn ihr schon mal andere Sorten probiert habt oder wenn ihr die Too Spicy Nudeln probiert habt, schreibt es rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und danke, Veronika.